Frust bei den Spreefüchsen Berlin, Freude bei der TuS Linford. Die Berlinerinnen spielen gegen Linford nur unentschieden. Es hat alles gepasst einfach heute und es ist ein mega geiles Gefühl. Nach einer zweiwöchigen Pause sollte an diesem Wochenende der 5. Sieg im 5. Spiel her. Die Devise lautete Höchstleistung abrufen. Diese zeigten die Berlinerinnen am Beginn. Viele Tempogegenstöße und eine Superleistung der Nummer 4, Vesna Tolic von den Spreefüchsen. Sie netzte zum 4:3 für die Gastgeberin ein. Allerdings holten die Damen vom TuS Linford die Hauptstadtführung auf und legten eine Schippe drauf. Zur Halbzeit lagen die Spreefüchse mit 9:10 zurück. Also wir haben natürlich gut vorgearbeitet in der ersten Halbzeit und uns Vorsprung rausgeholt. Vom Lauf der Gegner erholten sich die Hauptstädterinnen nicht so schnell. Die Damen vom TuS Linford nutzten diese Chance und bauten ihre Führung auf 13:10 auf. Eine Partie, an der sich lange nichts änderte. Doch knapp 20 Minuten vor Schluss wendete sich das Blatt. Trafen die Spreefüchse auf der einen Seite, legte der TuS Linford sofort nach. Und das Spielchen auch hinten. Hier zur Fieswarre Hansen. Einen auf ihrer Seite machte es ihr gegenüber, Laura Gräf von den Gästen nach. Und dann noch das. Die Berlinerinnen führten kurz vor Schluss mit 19:18. Trainerin Susanne Müller nahm eine Auszeit und schaute, was noch alles ging. Da ging einiges. Aber nicht mehr viel für die Spreefüchse. Die Damen der TuS Linford lichen in den letzten Sekunden des Spiels zum 22:22 aus. Der Jubel auf Seiten der Berlinerin war nicht groß, bei den Gästen dafür schon. Dass wir uns super als Mannschaft präsentiert haben, den Aufschwung von einem Unentschieden gegen den ungeschlagenen Tabellenführer und dass wir wirklich so stark spielen können. Nächste Woche geht es für die Berlinerin auswärts gegen die Damen der SG 09 Kirchhof ran. Ob es dann wieder Frust oder Freude für den Hauptstadtclub heißt, wird sich zeigen.